Hallo liebe Grill- und Barbecue-Freunde, herzlich willkommen wieder bei MIB Barbecue. Heute wieder aus dem Apachen-Pub mit geöffnetem Fenster und wir machen Chicken Lollies. So, für unsere Chicken Lollies haben wir natürlich hier Hähnchen-Unterschenkel. Wir nehmen das Chicken Run vom Beef Buddy. Außerdem glasieren wir das Ganze mit einer Blue Sox Barbecue Soße, die ist schön klebrig, damit das richtig schön karamellisieren kann. Ach, das wird herrlich. So, bewaffnet mit ein paar Handschuhen, schnappen wir uns mal hier so einen Unterschenkel. Und die Idee ist jetzt, wir schneiden es hier oben rundherum auf, drehen diesen Knorpel weg und schieben das runter, damit das aussieht wie ein Lolli. Nur wir werden es noch nicht runterschieben, weil ich möchte es gerne würzen, und zwar hier unten drunter, unter der Haut und nicht oben drauf. Also nehmen wir das scharfe Messer und schneiden bis auf den Knochen. Und zwar die Sehnen müssen wir alle durchtrennen. So. Dann packen wir hier oben rein ins Gelenk. Hier könnt ihr es sehen. Dann packen wir jetzt rein und überdrehen es hier oben. Es hat geknirscht und geknackt. Zack. Und versuchen es jetzt hier rauszufummeln. Eine schweißtreibende Arbeit. So sieht es aus. Da sind noch ein paar Sehnen. Die schneiden wir weg. Zack. Hier oben auch. Zack, nächste. Also rundherum einschneiden. So, es ist sehr glitschig. Packen wir hier oben rein, ziehen es einmal drüber weg und es knirscht und knackt. Und dann sieht es so aus. Und wir legen es erstmal an die Seite. Das mache ich jetzt mit allen anderen und dann seid ihr gleich wieder dabei. So, jetzt geht's ans Würzen. Dann schnappen wir uns die hier und ziehen einmal die Haut nach oben. So. Dann würzen wir das Fleisch. Ziehen die Pinne wieder drüber. So. Einfach hier so rüber und dann schieben wir es auch nach unten, damit es auch wirklich aussieht wie ein Lolli. Ja, so soll es dann aussehen. Legen wir an die Seite, auf zum nächsten. Haut ab. Zack. Gewürz drüber. Ein bisschen aufditschen, was noch runterfällt. Haut wieder drüber. Quasi Pullover wieder anziehen. Etwas runterdrücken. Zack. Und dann sieht es aus wie ein Lolli. Das mache ich jetzt mit den anderen auch und dann seid ihr gleich wieder dabei. So, wenn die fertig eingewrappt sind, dann stellen wir sie einfach hier auf die Gitter. Und dadurch, dass der Schwerpunkt jetzt nach unten gewandert ist, können die auch so auf dem Gitter stehen bleiben. Der Sogambo ist auf Temperatur und wir legen jetzt auf. Jo, wir haben jetzt um die 200 Grad im Sogambo. Machen wir auf. Einmal anlupfen. Zack. Indirektes Setup. Die Biester schön in der Mitte. Deckel zu. Und ich würde mal sagen, eine halbe Stunde. Und dann geht es ans Lackieren und Glasieren. So, jetzt schnappen wir uns die Blue Sox Barbecue Soße. Hier davon was in den Topf. Die ist schon schön klebrig. Da ist ein hoher Zuckeranteil wahrscheinlich drin. Davon packen wir uns was in den Topf. Und erwärmen das Ganze, damit wir es nachher beim Lackieren, nicht dass die anfangen zu frieren, ne?
Oh, es zischt schon. Wir stellen es ganz klein. Wir wollen es ja nicht verbrennen. Nur, dass es ein bisschen warm ist. So, ihr Lieben, knapp 30 Minuten sind rum. Gucken wir rein. Oh, was ist das denn? Hat einer was versteckt. Mal gucken, was das ist. Okay, wir holen sie jetzt runter und lackieren sie. Zack, Deckel wieder zu. So, dann schnappen wir uns unseren Pott mit der vorgewärmten Soße und unseren schönen großen Pinsel. Und dann werden wir die jetzt mit den Handschuhen anmalen. So. Und wieder draufstellen. So, fantastisch. Ich hole euch noch mal ein bisschen näher ran, könnt ihr noch mal gucken. So sehen sie jetzt aus, wirklich wie so kleine Lollis. Und jetzt packen sie wieder auf den Grill. Einfach hier Deckel auf. Und den ganzen Kram wieder rein. Was ist hier für Kugeln hier? Überraschen lassen. Und ich würde sagen, so 10 Minuten, dann gucken wir noch mal rein. Müssen wir eventuell noch ein zweites Mal machen. So, 10 Minuten sind rum. Mal gucken. Oh ja, die Farbe sieht schon gut aus. Aber wir nehmen sie noch mal runter und machen sie noch mal. So, schnappen wir uns wieder unseren Pinsel. Schöne Schicht drauf. Jetzt werden sie auch schon dunkler. Ja, und sobald es wieder riecht, ist der Günther auch wieder am Start. Der kriegt das sofort mit, wenn er nichts mehr mitkriegt, aber das merkt er. Hey, mein Freund. Hä? Hier, komm her. Kommst noch mal mit aufs Bild. De. So, Hauptsache es riecht gut, ne? So, letzte Runde. Einmal noch rein und dann weißt du, Schmackofatz. So, zack. So, die letzten 10 Minuten sind auch rum. Jetzt schauen wir mal rein, wie sie geworden sind. Ah, oh, die Farbe, herrlich. Also runter damit. Herrlich. Herrlich. Schaut euch mal die Farbe an. Ist das nicht geil? So, ihr Lieben, Lollipops. Prost. Die Soße lecker. Und dadurch, dass das Gewürz unter der Haut ist, kommt das im zweiten Durchgang erst durch. Lecker. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver von MIB Barbecue. Ciao.